Willkommen, liebe Freunde, heute zu Mario Kart 8 Deluxe. Ja, heute machen wir etwas sehr Verrücktes, was für mich sehr Nerven auftreiben werden wird. Für euch wird es wahrscheinlich sehr lustig, denn wir spielen heute mal die Schwierigkeitsgrade, die man vielleicht nicht spielen sollte, um einen gewissen Spielpass zu halten. Wir spielen nämlich auf 200 CCM, das schnellste, was es gibt, mit Items Furios und kommt schwierig. Und weil das nicht schon schlimm genug ist, tun mir dann nur noch alle Regenbogen-Boulevard-Strecken spielen, ne? Super, ne? Finde ich auch. So, die erste haben wir schon hier. Ja, aber das ist auch eine der beschissensten. Es gibt auch noch so Regenbogen-Boulevard, die sind noch so halbwegs akzeptabel, aber das ist wirklich komplett Müll, ne? So, da ist sie auch schon, das gute Stück. Muss ich sagen, von der Strecke her sieht die ja sogar richtig nice aus, so, aber die Streckenführung ist halt ein bisschen schwierig. Wenn man das mal so sagen darf. So, da geht es los, du. Ja, das ist halt jetzt einfach nur schnell, ne? Oh Gott, scheiße, ist das schnell. Ja. Hatte ich schon. Vielleicht sollten wir noch einen Counter einbauen, wie viel ich runterfalle. Das ist sicher auch nicht schlecht, Gott. Hilfe, ey, diese Kurven, ne, die sind so fies. Die sind so eng. Oh Gott, wieso ist denn das so schnell, ey? Scheiße. Siebter. Ey, warum gibt der mir auch noch Boost hier, ey? Super. Das ist mit dem Stern viel zu schnell. Ja. Okay. Zehnter. Gut. Siebter. Komm, diesmal kriegen wir die Kurve, aber müssen da einfach nur früh genug bremsen. Ja, auch, ja. Weißt du, ich drücke schon die Bremstaste, die man halt so bei so Geschwindigkeiten über 100 CCM, da brauchst du die gar nicht, aber hier ist es einfach nur bitter nötig. Ach, ich habe auch noch Pilze. Was soll ich denn damit? Ich bin schon schnell genug, brauche keine Pilze mehr. So. Ja, hier ein paar Shortcuts nehmen, ne? Shortcut Profi. Also, es ist immer wieder beeindruckend, diese Leute, die diese Level dann so zack durch, als wäre das nix. Viel zu schnell. Kannst du echt durchgehen? Cool. Alter Schwede, ey. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Junge, ist das schnell hier. So, der kriegt auch noch eine. Als ob die nicht getroffen hat hier. Ey, das ist erste Runde, ne? Und das ist schon sowas von schnell. Och, Mann. Der hat doch mal funktioniert, das blöde Ding hier. Neunter, ey. Wir waren mal Fünfter. Ich glaube, Fünfter Platz war echt unser Rekord. Ja. Zehnter Platz im Rennen. Super Anfang. So, als nächstes haben wir Regenbogen Boulevard Nummer 2 mit der Chuchu-Bahn. Der geht sogar noch besser. Der wird jetzt besser laufen als der hier, weil der hat nicht so steile, so enge Kurven. Der erstens ist da Geländer und wie gesagt hat nicht so enge Kurven. Da kann man dann mehr so aus dem Gefühl rausdriften. Und ist auch einfach, ist auch, weißt du, abgesehen davon, dass die Strecken nicht so schön sind, sind es halt auch echt einfach schöne Maps, hä? Bisschen viel bunte Farben vielleicht, ne? Bisschen protzig hier mit dem ganzen Gold, aber warum nicht, ne? Ich meine, das kann ich jetzt auch nicht widersprechen. Ich meine, ich bin aus purem Gold. So. Es ist aber auch echt schnell. Aber Leute, ich sag's euch, dieses Mal läuft besser. Guck mal, wir sind schon Zweiter, ja? Schon viel besserer Anfang hier. Guck mal hier, wie schön sauber wir hier die Kurven kriegen können. Ja, Erster. Das ist mal wieder schön, hier vorne zu sein. So, dann einmal hier. Wo kommst du denn jetzt her? Sag mal. Verschämtheit. Schleicht er sich da einfach vor. So, nicht den Ball treffen. Eine Münze ist auch nicht schlecht. Hier rum. Mal, wie grandios das läuft, ey. Ich hab's euch gesagt. Die Map. Bessere Kurven. Bisschen weitläufiger.
Nein, das ist jetzt... Ich sehe so nix. Ich sehe so nix. Nein. Scheibenkleister. Nein. Als wenn... Nein. Das gibt's doch nicht, Leute. Das ist doch Betrug. Ja. Wir sind die ganze Zeit vorne. Und in der letzten Kurve, in der shitverdammten letzten Kurve, flieg ich raus und werde noch Dritter. Ja. Schauen wir noch in das nächste rein. Und zwar ins Regenbogenbar Nummer 3 vom SNES. So, da sind wir auch schon. Wieder schön viele kunterbunten Farben und vor allem schön enge Kurven und vor allem kein Geländer. Diese Kombination mag doch jeder. Nein, mag man nicht. So, warum ist eigentlich Splatoon Boy vorne? Der hat er gar nicht verdient hier, ja? So, schön hier einmal jetzt abwerfen. Da hat sich Toad vorgeschlichen. Was ist denn das für ein Toad? Musst du echt so viel bremsen? Ja, ein bisschen zu viel gebremst jetzt. Ja, läuft gut. Aber die Musik ist so hyped. Das ist so richtig so... Weiß gar nicht, was ist das, aber... Klingt so richtig so. Meine damals so dieses Gefühl, so brandnagelneues Mario-Game in der Hand zu haben. Das kannten Leute ja damals nicht. Und jetzt ist es so, ja, ich kaufe mir mal schnell was im Nintendo eStore. Ich habe gesehen, da gibt's was Schönes. Ist es so, ist es doch. So, wir schlagen uns nicht schlecht. Wir sind auf dem dritten, wir sind aber noch so gerade... Ey, das gibt's doch nicht. Ja, geschieht dir recht, Peach. Ich brauche sowieso keinen Mensch. Du wirst sowieso wieder nur entführt. Den Leuten fällt auch echt nichts Besseres ein, obwohl es schon lang... Muss ja auch sagen, es ist ein bisschen Kult, ja. So, jetzt haben wir nur noch die Nervennase Toad da vorne uns. Aber wenn wir uns jetzt gut anstrengen... Nein, 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 nein. Scheiße. Schade, Zweiter. Hätte er dieser eine, hätte er nicht die Green Chain hinter sich gehabt, hätte ich ein Easy bekommen. Easy auf jeden Fall. Egal, man kann nicht alles haben. Noch eine Strecke, die ja doch auch fast so beschissig ist. Muss ich mal gerade finden. Hier, Vulkangrollen. Auch wirklich eine übelst geile Map. Also wirklich, die spielt man echt gerne so. Ist auf jeden Fall sympathisch, ne? So, da ist sie auch schon. Tiefe Höhen, enge Kurven und die Strecke wird immer kleiner, weil immer mehr Sachen wegbringen. Super Voraussetzungen für unser ultimatives 200 CCM-Turnier. Jawoll. So. Ja, den haben wir schon mal. So, jetzt einmal hier rum. Ja. Nein, das ist nicht gut. Das bremst doch aus. Komm, Toad, ey, geh doch mal weg jetzt hier. Ich brauch sowieso niemand. Da war mein Bild gerade weg irgendwie. Was ist denn da mit der Capture-Card schon wieder los? Oh, das ist schon wieder, das ist doch schon wieder... Was ist denn das hier schon wieder? Aha. Geht das doch schon wieder an hier? Aua, aua. Was, wir sind Zweiter? Wir sind Erster? Das ist kein gutes Omen. Wir dürfen nur nicht ins Feuer fahren. Und was macht der? Er fährt genau ins... Jetzt sind wir schon wieder Neunter? Wo ist das denn die Abkürzung? Ey, das gibt's doch nicht. Siebter, ja? Volle Abkürzung. Ja. Super. Oh, Zehnter, das gibt's doch nicht. Ey, was ist denn hier auch los, ey? Was ist denn hier los, sag mal? So, jetzt nehmen wir uns einen Stern hier. Habt ihr diesen Jump gesehen? Der war zwar ziemlich risky, aber er hat uns dahin gebracht, wo wir es wollten. Das ist sehr, sehr gut. Ey, geilo. Geilo, Schmeilo. Oh, habe ich gerade die Map als Favorit anerkannt? Ja, bestimmt nicht. Ja, schade. Ja. Ja, das waren die wohl schlimmsten Map, die es
gibt, obwohl es gibt wahrscheinlich noch andere. Naja, Platz 4 geht ja sogar noch dafür, dass es schwer und einfach nur schnell war und Items furios. Also so normale Items gibt's da gar nicht, ja. Da gibt's nur so einen Schmutz wie Blue Shell, ne. Obwohl, es kann gar kein Blitz drin, ne. Das hat mich gewundert, weil Blitz ist doch auch so ein komisches Item. Na gut, dann haben wir das ja geklärt. Leute, wenn euch dieses lustige Mario Kart Video gefallen hat, könnt ihr doch gerne ein Like da lassen. Dann mache ich nämlich noch mehr von diesem super duper Fahrgefühl. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, habt noch einen traumhaften Tag. Spielt schön Mario Kart. Bis denn dann. Tschüssi.